Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Auf dieser Artenvielfalt beruhen die Ökosysteme, von denen wiederum unser Leben abhängt. Umweltschützer warnen jedoch, dass die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten rasant abnimmt. Wenn wir einen Partner für den Naturschutz suchen, denken wir wahrscheinlich nicht zuerst an die Rohstoffindustrie. Aber Steinbrüche und Tagebaue in Europa bieten vielen vom Aussterben bedrohten Arten einen idealen Lebensraum, in dem sie blühen und gedeihen. Diese Ufernschwalben haben gerade 5000 Kilometer zurückgelegt. Sie kommen aus Afrika und suchen einen Nistplatz. Diese Abbruchkante in einer belgischen Sandgrube, die noch in Betrieb ist, bietet die idealen Voraussetzungen für die Brutröhren der Zugvögel. Sonst könnten sie nirgendwo brüten. Wasserbauliche Maßnahmen haben die natürlichen Nistplätze an den Flussufern zerstört. Eine andere vom Aussterben bedrohte Vogelart ist der bunte Bienenfresser. Er verleiht diesem Tagebau in Österreich einen exotischen Akzent. Die Tagebaubetreiber erleichtern den Vögeln die Arbeit und bohren jedes Jahr Löcher in die Stallhänge der Sandgrube, damit die Bienenfresser dort ihre Brutkolonien anlegen können. Rohstoffe spielen eine wesentliche Rolle in unserem Leben. Bei der Herstellung zahlreicher täglich notwendiger Güter. Die Rohstoffindustrie kann sich ihre Standorte nicht aussuchen. Die Lagerstätten werden von der Geologie bestimmt. Aber sie kann die mineralischen Rohstoffe so gewinnen, dass die Artenvielfalt für die kommenden Generationen bewahrt wird. Das ist eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete in Großbritannien. Bis 1991 wurde hier ein Steinbruch betrieben. Als der Abbau eingestellt wurde, begann das Bergbauunternehmen mit der Rekultivierung der Region. Die Biodiversität leidet oft unter der Zerstörung des Lebensraums durch die fortschreitende Besiedlung oder die Entwicklung der Landwirtschaft. Hier wurde den Naturschützern die Möglichkeit geboten, ein Mosaik aus unterschiedlichen Lebensräumen zu schaffen. Heideland, Sumpf- und Waldgebiet, in denen seltene Pflanzen und Reptilien eine neue Heimat finden. Ein Großteil der Naturschutzgebiete liegt heute in rekultivierten oder renaturierten, stillgelegten Tagebauen. Das heißt, die vom Bergbau beanspruchten Flächen werden durch ökologisch wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen ersetzt. Mehr als 700 solcher Gebiete in Großbritannien, die von Wissenschaftlern untersucht werden, befinden sich in aufgelassenen Tagebauen. Und immer mehr Bergbauunternehmen in ganz Europa betreiben nun ihre eigene Biodiversitätsprogramme. Die Rekultivierung der Tagebaue erfordert umfassende Erdbewegungen, landschaftliche Gestaltung und die Bepflanzung der Flächen. Auf der griechischen Insel Milos dauerte die Rekultivierung eines ehemaligen Bentonitwerkes 7 Jahre. Heimische Blumenarten wurden erfolgreich wieder angesiedelt, ein sehr wichtiger Beitrag in einem Ökosystem, das im Sommer langen Dürreperioden ausgesetzt ist. Der Uhu, die größte in Europa beheimatete Eulenart, hat sein Überleben größtenteils den Artenschutzprogrammen der Rohstoffindustrie zu verdanken. Der vom Aussterben bedrohte und streng geschützte Uhu hat in Europa neue Brutplätze in Steinbrüchen gefunden. Die Ornithologen freuen sich, dass die Bestände dieses stattlichen Vogels langsam wieder zunehmen. In der Europäischen Union ist man der Überzeugung, dass die Rohstoffindustrie einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz leistet. Und zwar nicht nur nach der Schließung der Tagebaue, sondern bereits während des Betriebes. Der Geschäftsführer dieses Talgbergbaus in einem landschaftlichen, besonders schönen Teil der französischen Pyrenäen weiß sehr wohl, welche Pflichten gegenüber dem sensiblen Ökosystem bestehen. Umweltschutz ist wichtig, weil wir hier im Gebirge in einem landschaftlich besonders schönen und bei Touristen sehr beliebten Gebiet tätig sind. Wir müssen vor allem auf die Wasserwirtschaft achten, weil das Ökosystem hier sehr sensibel ist und wir müssen uns um die Rekultivierung der Abraumhalden kümmern. Ehemalige Abbaugebiete werden heute wegen ihrer ökologischen Bedeutung geschätzt. Einige gehören zu den Natura 2000 Naturschutzgebieten der EU. So zum Beispiel dieses rekultivierte Kaolinwerk in Frankreich, wo der Betreiber eng mit Naturschützern zusammenarbeitete, um verschiedene Lebensräume zu schaffen, die heute eine große Anzahl von Arten beheimatet, wie zum Beispiel die vom Aussterben bedrohte europäische Sumpfschildkröte.
Dieses Gebiet ist sehr interessant, da es viele unterschiedliche Lebensräume umfasst. Die Geschichte des Gebietes ist beispielhaft. Hier ist es den Tagebaubetreibern und den Naturschutzverbänden gelungen, die ehemalige Abbaustätte in enger Zusammenarbeit in ein Naturschutzgebiet zu verwandeln. In einer kürzlich durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass die Tagebaue in Frankreich Biotope bilden, in denen Bestände von mehr als der Hälfte aller in Frankreich bekannten Tierarten leben. Und in ganz Europa finden viele Pflanzen und Tiere, die sich auf der Liste der bedrohten Arten befinden, Unterschlupf in aufgelassenen Steinbrüchen oder auch in Tagebauen, die noch in Betrieb sind. Die Rohstoffindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und beweist, dass sie ein wertvoller Partner für den Naturschutz ist, von der Inbetriebnahme bis zur Nachnutzung eines Tagebaus.